glaube, der hat eine Überraschung für dich. Das ist was Schlimmes. Nein. Tut das weh? Nein, was ganz Schönes. Oh, schmeckt das? Oh. Was ist denn das? Ich werde verrückt. Nee, wisst ihr was? Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass das nach bei Deutschland Facebook. Kommt. Ja. Genau, bei Fatzeburg. Das SpongeBob Musical. Und wo läuft das? Hier in Berlin. Nee, ich werd verrückt. Am 1.10. Deswegen solltest du dir frei nehmen. Ha, in der Mercedes-Benz. Oh, wie geil ist das denn? Super geil, oder? Dann gehen wir alle zusammen hin. Es kommt eine zweite Überraschung, er ist dabei. Ja. Ich wollte, na, das wäre jetzt ja meine Anschluss. Ja. Weil das, ich kann ja nicht hier als halbe Hälfte hier oder was. Genau, ja. Du wusstest das aber jetzt schon, ne? Ich wusste das jetzt schon, ja. Oh, das ist ja geil. Oh, da, nein, sag mal. Natürlich, wenn schon, dann schon, ne? Schnüffelbalken. Ach du Scheiße, da kannst du nicht mal ein Fernglas mitnehmen, weißt du? Und jetzt die dritte Überraschung. Der kennt aber, der teilt ich meine aus. Pass auf, pass auf. Mein Herr, wir stehen auf der Gästeliste Aftershow-Party. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe die einfach angeschrieben und gesagt, dass wir mit euch da hängen. Ja, wir haben die deutschen Stimmen am Wetter hier, wa? Genau. Na, da müssen die ja. Was haben da alle geschrieben? Genau. Der erste ist jetzt direkt die Premiere? Das müsste die Premiere sein, ja. 1.10. Erster Tag, Berlin, Premiere, genau. Ach so, Berlin Premiere ist genau. Okay. Einlass ab 60 Minuten vor Showbeginn, naja, wahrscheinlich mit den ganzen entsprechenden Kontrollen. Testen und alles Kram, und so. Gucken, denke ich, das ganz gut. Oh, wie schön! Nee, dann kommt ihr gleich im Kalender auf die Seite, weil sonst bin ich immer verschlungen zu solche Sachen. Ich hab's auch direkt eingetragen. Ja, aber ich hab's ja auch schon irgendwo aufgeschrieben, dass ich den Tag erstmal. Genau, es ist hinterher, genau. Ja. 9:30 Uhr, ach, da freue ich mich. Das ist natürlich eine ganz glaube ich, weil ich habe Ausschnitte gesehen aus Amerika damals, als die Premiere da war. Das ist darauf reagiert. Und dann haben die das aber ganz schnell rausgenommen. Ich weiß nicht, auch aus urheberrechtlichen Gründen oder was. Waren ja richtig ganze Szenen mit der Ananas und dann kam der Gary da und so. Und war witzig, auch von den Kostümen alle, ja. Wie die, und der Patrick war auch sehr witzig gemacht. Mhm. Und dann wollte ich das nochmal gucken und jemandem zeigen. Also ich habe doch vor 3 Tagen geguckt, war weg, haben sie rausgenommen. Ja, ja. Und dann, als ich vor 2 Jahren in San Francisco war, vom Hotel, wir gehen 2 Querstraßen um die Ecke, ist ein Musical-Theater. Ich denke, was ist denn hier los? Das ist das SpongeBob-Musical. Die hatten auch gerade Spielpause, aber es war noch, dann habe ich doch die Fotos gemacht. Habe ich die, glaube ich, auch geschickt. Habe ich sonst noch drauf hier. Wo ich dann stehe und so mache und oben dann die Anzeige ist das SpongeBob-Musical in San Francisco. Ja, das ist so geil. Ja, aber klar. Wir waren nur ein Wochenende da, Freitag bis Sonntag, sind wir ja extra von L.A. rübergeflogen. Und da spielen die halt nicht, ne? Aber es war immer noch in der Anzeige. So. Schade. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das muss einfach sein. Naja, das ist ein Muss. Ich danke dir, sonst hättest du Bescheid sagen müssen, dann hätten wir hier alle Hebel in Bewegung gesetzt oder so. Aber das ist natürlich. Genial. Hast du alles schon gemanagt? Ich alles danke dir. Ja, dafür bin ich doch da. So, Leute, also ihr wisst Bescheid. Santiago und Fritz sind dabei beim SpongeBob Musical in Berlin. Kinders! Das ist ein Hammer! Und ich freue mich riesig und wir werden da ordentlich auf den Pudding hauen. Was glaubt ihr denn? Ganz genau. Dann gucken wir mal, super Hammer. Was die Kollegen da machen. Jo. Ob die uns gut spielen. Ha. Ja. Kauft euch Karten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Jawohl, bevor es ausverkauft ist.